Moinsen Leute, Kern hier mit einem weiteren Gameplay-Kommentar. Und zwar geht es heute mal um eine weitere Black Ops 2 News. Doch zuerst im Gameplay. Das Ganze jetzt ein Team Deathmatch mit der Farmers. Ja, erzuckt auf der Map Firing Range. Und ja, kommen wir einfach mal zum Thema. Denn ich möchte jetzt gar nicht so viel über das Gameplay labern. Und zwar ist in letzter Zeit was wirklich Krasses passiert, was Black Ops 2 angeht. Was genau erkläre ich euch gleich. Jedenfalls ist Treyarch da ein großer Patzer. Ja, gelaufen, also irgendein großer Patzer ist bei Treyarch gelaufen und ja, es ist eine Beta-Version, Version 22 irgendwas von Black Ops 2 ins Netz gestellt worden, eine angebliche ja, Xbox 360 Version soll das Ganze sein und ja, es wurden da in mittlerweile ziemlich viele Sachen geleakt, auf die ich noch später eingehen werde, also in anderen Videos. Nicht in diesem, heute geht es um den Leak an sich, und zwar wurde halt die Beta geleakt und ja, es wird halt, das Positive ist halt, es wird sehr viele News jetzt geben, sehr viel wurde geleakt und ja, Treyarch weiß noch nicht wirklich, wie das passieren konnte, sie dementieren sogar, dass es so eine Version gibt, aber ja, definitiv ist klar, dass mittlerweile die irgendeine Version von Black Ops halt geleakt wurde, aber sie dementieren halt, dass diese Version, wie da halt beschrieben wird, nicht gibt. Dennoch sind viele neue Sachen jetzt aufgetaucht, auch 100% sichere Sachen, aber Leute, jetzt mal auch was ganz Ernstes, und zwar geht das vor allem an die PC-Spieler und ja, ladet euch bitte diese Beta nicht runter, ja, ihr werdet sie, denke ich mal, eh nicht im Netz finden, da die mittlerweile überall down ist, sie wird zwar noch verbreitet, ist klar, aber Leute, ich empfehle euch wirklich nicht danach zu suchen, denn ich denke mal, einige Leute werden das momentan ausnutzen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das sehr viele Leute im Moment ausnutzen, um richtig fette Viren zu verbreiten, also ich empfehle euch da definitiv lieber abzuwarten, anstelle da irgendwas zu riskieren und wichtige Daten zu verlieren, also meine Bitte an euch wäre quasi, das Ganze beruhen zu lassen oder ja, einfach vorsichtig damit umzugehen. Also vor allem an die PC-Spieler, das gilt jetzt natürlich auch für die Xboxler, ja. Generell auf einem PC nichts derartiges runterladen, auch wenn das als PS3-Version angegeben wird und einfach auf einen USB-Stick zu ziehen sein soll. Also einfach sowas nicht runterladen, kann den PC schrotten, ist echt so. Und ich denke mal, wer nicht den PC neu aufsetzen soll, will, der sollte die Finger davon weglassen. Und ja, einfach mal abwarten und vielleicht halt die Leaks genießen und damit halt klarkommen. Ich meine, ist ja jetzt nett, dass wir irgendwas ja, bekommen. Wobei ich auch es ein bisschen schade finde, dass halt anscheinend Leute bei Activision bzw. Treyarch, auch bei Infinity Ward ist das passiert, einfach sowas ins Netz stellen. Muss ja irgendwo herkommen. Also das finde ich ein bisschen schade, aber nun gut, da kann man jetzt halt nichts wirklich gegen machen. Ist halt passiert. Die News gibt's dennoch auf meinem Kanal, ich denke mal, die werden die nächsten Tage hochgeladen, was genau, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, es gibt da ziemlich vieles, da muss ich mich mal selber durchlesen und ein bisschen suchen und ja, halt wie gesagt, meine Empfehlung, nicht die Beta für PC oder irgendwie runterladen, viele Virus werden darüber verbreitet und ja, ansonsten ist das Gameplay auch schon vorbei, ich glaube, der Endscore ist ein 33-3, ich hoffe, es hat euch gefallen, nehmt euch bitte meine Worte zu Herzen, bis zum nächsten Mal, ciao Leute!